So, heute wieder. So, jetzt erstmal wieder fahren. Ein bisschen fahren mit New Viso Stream im Hintergrund. Zusammen. Alleine das ist schon für mich ein Höhepunkt. Und jetzt quatschen wir noch über das andere. Also, hier ist er, der Mann der Stunde, der es wirklich geschafft hat, seinen Song da auf die Bühne zu rüberzubringen. Hier ist Weiß. Schön, dass du dabei bist. Hi Robert, freut mich Brother, how are wieder, you enjoying with you? Teil The sector eurer is under Mannschaft zu control. sein. Resistance Heute Abend engaged. zumindest. Troops Ach, was active war das on für ein route. Fest, ey. Und gib uns mal ein Feeling, wie du dich gefühlt hast, als du auf die Bühne bist, weil ich bin kurz davor noch zu dir hin und habe gesagt, da muss ich mich im Nachhinein entschuldigen, weil ich zu dir gesagt habe, hey Mann, du weißt schon, dass du die Hymne der Zeit geschrieben hast in diesem, und du warst dann irgendwie so, okay, und die Latte lag ziemlich hoch. Also es tut mir leid im Nachhinein, aber so ist es wirklich. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Wie ging's dir da oben? Ja, das war der absolute Wahnsinn. Also ich habe die Organisatoren kamen zu mir und meinten, okay, weißt du, musst jetzt gleich auf die Bühne. Und dann ging es aber hin und her mit der Polizei und ich hatte immer mehr den Eindruck, dass es nichts mehr wird. Und dann habe ich halt gesagt, also wir müssen jetzt den Song spielen. Und dann kam dieser magische Moment, wo entgegen aller Erwartungen nochmal der Platz geräumt wurde und ich an das Mikrofon dran kam und Der Platz auf der also Bühne. es war der Hammer, es war der Hammer, weil dass auch noch die lange Version des Videos kam mit den Einschnitten von Söder, Merkel und von der Leyen. Das hat mich wirklich berührt, weil das ist genau die Message, die ich mit dem Song transportieren wollte und dass ich sie an so einem historischen Tag in Berlin vor so vielen Menschen bringen durfte, das war der absolute Wahnsinn. Können wir dir nur zurückgeben, es war auf jeden Fall der absolute Wahnsinn und doch, mich freut es, dass du dort abreißen konntest, dass du dort rocken konntest. Die Leute haben so abgefeiert, es war einfach unvergesslich. Wie man eh gerade im Video gesehen hat, es war einfach bombastisch. Ich habe das Gefühl, fünf, sechs, sieben Mal angeschaut. Ja, Ach, du warst weil, klar, damit die Klickzahlen höher gehen. Nee, also ich war ja mit dir auf der Bühne, weißt du, ich bin da irgendwann, wir haben uns da quasi so, ja, wir sind dann irgendwie idealerweise in diesen Bereich reingekommen, aber die Bühne war weit weg und da war auch nochmal Security und ich musste da hoch und ich kannte den Kameramann von dem Querdenken-Team von Stuttgart und habe gesagt, hey, nimm mich mit auf die Bühne und der hat gesagt, hey, der gehört zu uns und zack und ich war oben auf der Bühne und da war ich gerade ein paar Minuten da und dann stehst du plötzlich da und ich so, das ist jetzt nicht wahr, ich stehe auf der Bühne in dieser und dann kamst du auf die Bühne und da war ich echt so innerlich, right time, right spot, right place, wirklich und dann ging's ab, dann war einfach nur noch, der Rest ist magisch, ja, wirklich. ja, da haben wir diesen Moment des Tumults einfach mal genutzt, um ein super geiles Musikvideo zu produzieren, oder? Man muss ja Ja, dazu sagen, Hammer. wir haben ein bisschen geschummelt im Schnitt. Der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, dass das nicht der originale Ton war, der da zu hören war im Video. Aber so macht man das ja normalerweise, ne? Also vor Ort, man hat ja eigentlich fast gar nichts verstanden durch das Gegröhle, durch die Polizei hat diskutiert, die Leute hatten Sprechchöre etc. pp. Auch die Beschallung war in dem Moment irgendwie nicht so gut und die ganze Mikrofonanlage und so weiter. Also so gut, wie das jetzt im Video rüberkam, war es dann vor Ort im Original gar nicht, ja? Aber wie das so ist beim Fernsehen, da wird ja nur getrickst. Also stimmungsmäßig, tonmäßig war es vielleicht nicht so gut wie in echt, aber stimmungsmäßig war es tausendmal besser. Das war wirklich, es war ein Hexenkessel und die, also ich kann es dir auch nur so wiedergeben, wie ich das gespürt habe und dem, was ich bei den Leuten gesehen habe, die Gesichter und so. Du hast echt das Lied der Stunde geschrieben. Das habe ich jetzt schon so oft gesehen. Das hat so gut gepasst. Und gerade jetzt, heute sehen es wir, weißt du, mit diesen 17.000 Covidioten. Und da waren Hunderttausende, verstehst du? Das ist so offensichtlich. Dein Lied wurde gestern besser bestätigt wie irgendetwas anderes. Ja, das ist echt unglaublich. Und ich hatte die Ehre, mit so vielen wundervollen Menschen da auf der Bühne zu sein und von so vielen wundervollen Menschen umgeben zu sein. Killis Moore, Robert Stein, Samuel Eckert, Heiko Strang, Bodo Schiffmann, die waren alle da auf der Bühne. Und ich war so, Alter, was passiert hier gerade? Und dann standen auch noch meine Kinder neben mir. Das fand ich am allerbesten. Deine drei süßen Kinder, die standen auch da so, hey, was passiert denn hier? Genau. Und die, ich,
Es gab noch eine lange Debatte, ob die überhaupt mitkommen wegen Sicherheit und pipapo. Aber ich wollte ihnen das unbedingt ermöglichen, weil sie ja das Video geschossen hatten zu dem Song. Und ohne die wäre das wirklich alles gar nicht zustande gekommen. Erzähl also, das nochmal, wir haben das in der letzten Sendung schon gemacht. Wenn ihr euch das Video nochmal anschaut, die süßen Mädels, die da auf der Bühne stehen, deine Töchter, die sind die Kameraleute von deinem Musikvideo, ja. Richtig, ja? Ja, genau. Und die Älteste hatte totalen Schiss, da hochzugehen. Und ich habe ihr gesagt, komm einfach mit, wir gehen zusammen. Und als wir dann die Veranstaltung verlassen haben, hat sie gesagt, wollte sie eigentlich wieder zurück und weiter abfeiern. Es war wirklich ein gigantischer Ausblick da in beide Richtungen. Kommt ja auch in dem Video, glaube ich, auch gut rüber. Ja, also du hattest die Chance, Kills, du leider nicht. Wie groß ist die Enttäuschung bei dir? Ich muss sagen, die Freude überwiegt einfach, dass wir das dahin geliefert haben. Aber natürlich, es war so kurz davor, ich hätte ja quasi der Nächste sein sollen. Hätten die das 2 Minuten, 1,5 Minuten später abgesetzt, wäre ich dann gerade auf der Bühne gewesen. Und dann hätte ich die Polizisten mitgenommen. Ich hätte angefangen zu freestylen. Ich hatte schon mir so Gedanken gemacht, was da alles passieren könnte und war schon so in meinem Tunnel und ready, da gleich abzureißen. Und ja, dann haben mich einfach quasi 1-2 Minuten haben mich und ein paar hunderttausend Leute davor getrennt, dass wir zusammen abfeiern. Das kommt noch. Ich habe das Gefühl, das wartet noch auf dich. Das ist im Quantenfeld schon verankert, dass dieser Moment stattfinden wird. Jetzt müssen nur alle noch genau dran denken und die Situation wird kommen. Das war nicht das letzte Mal, dass so etwas passiert, habe ich das Gefühl. Und das gibt so einen coolen Spruch, den ich letztes Jahr auf einer Amerika-Reise aufgeschnappt habe. Der heißt, the paste is out of the tube. Das habe ich schon oft gesagt, das ist so wie der Geist ist jetzt aus der Flasche. Das kriegst du nicht mehr zurück. Die Zahnpasta kannst du nicht zurückschieben in die Tube. Ne? Das ist vorbei. Jetzt passiert etwas. Ich will jetzt auch nicht zu euphorisch werden, weil ich genau weiß, was da in Berlin passiert und was nicht. Also es ist jetzt nicht morgen etwas anderes, aber die Strahlwirkung, die diese Stimmung, die dieses Ereignis jetzt hatte, diese groteske Lüge, die jetzt gerade um die Welt geht und die Hunderttausenden, die jetzt schon anfangen, das aufzulösen, dass das nicht gestimmt hat, das ist das, was ich meine mit der Zahnpasta. Ja? Und das ist für mich, deswegen bin ich jetzt gerade Flight Level 300 und mach Speed, ja so. Und Schwarz-Weiß hat sie gerade gesagt, er hat sich überlegt, kann er seine Töchter oder seine Söhne, ich weiß, ich habe deine Kids leider nicht gesehen, aber kann ich die überhaupt mitbringen? Geht das überhaupt, dass ich die, könnte es nicht zu gefährlich, zu aggressiv, zu sonst was werden? Und jetzt hat man gesehen, wir hatten eigentlich ein gigantisches Friedensfest. Also es war eigentlich bis auf diese Polizeisituation, was eigentlich so weit davon entfernt, dass da irgendwas aggressiv gewesen wäre. Und ich glaube, so wie es dir gegangen ist, und du hattest einen richtigen Grund dahin zu kommen, aber so ging es ganz vielen Tausenden zu Hause vor ihren Bildschirmen, die nicht wussten, könnte es eskalieren, könnte es nicht eskalieren, wie, was, wo. Aber nachdem sie diese Bilder gesehen haben, nachdem wir bewiesen haben, was für ein friedliches, geiles Fest wir da auf die Beine gestellt haben, werden sie beim nächsten Mal auf jeden Fall mitkommen. Beim nächsten Mal wird es definitiv sechsstellig, wenn es diesmal nicht schon längst passiert ist. Ja, pass mal auf, genau. Killis, was du gerade gesagt hast. Wir wollten ja eigentlich nicht so viele O-Töne zeigen, weil wir machen noch eine Doku über dieses ganze Event und wollen wir jetzt nicht alles Pulver verschießen, aber ich hatte dich mit dem Sebastian zusammen auf der Bühne erwischt und das, was du da in diesem Moment gerade mit der Atmo gesagt hast, das gibt's jetzt, das müssen wir uns anschauen. Bitteschön. Dinge. Wir waren hier, wir haben ein riesengroßes Fest für den Frieden gefeiert. Es war alles friedlich, bis die Polizei angefangen hat, versucht hier einzuschreiten und genau das zu unterbinden, was passiert. Sie haben versucht zu unterbinden, dass hier gesprochen wird, was hier gesprochen wird, dass hier Musik gespielt wird und das, obwohl wir hier mindestens über 100.000 Leute haben, die alle friedlich waren, die bunt waren, die schwarz waren, die weiß waren, die arm waren, die reich, die groß, die klein, alles. Und das Einzige, warum es jetzt eskalieren könnte, ist, weil die Polizei hier einschreitet. Es ist wirklich un...
unfassbar. Und wir schreiben heute die Geschichte so oder so schreiben wir heute. 100%. Sie haben die Bühne gestürmt mit Gewalt. Sie haben Gewalt angewendet und ja, das ist der Grund, warum es jetzt hier gerade am Eskalieren ist. Und wir tun alles dafür und jeder Einzelne ist angehalten, den Frieden in sich zu leben, jetzt und hier. Was passiert mit dem, was hier passiert? Was glaubt ihr? So, ja. Das war dein Statement gerade eben. Und der junge Mann, der neben dir sitzt, da habe ich mich riesig gefreut, dass ich den auch getroffen habe. Das ist Sebastian aus Ulm. Den kennen viele aus dem Video Die Zerstörung des Corona-Hypes mit jetzt schon Millionen und noch mehr Klicks. Also ich bin sicher, das ist schon mehrfach millionenfach, mehrere Millionen Mal geklickt worden. Und ich schau mal nach, Robert. Du schaust mal nach und ich kann euch nur eins versprechen, in einer der nächsten Homeoffice-Sendungen wird er jetzt auch dabei sein. Er wäre heute hier, wenn er nicht noch auf der Autobahn wäre. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Also, dass, ich habe ihm auch gesagt, wie er sich damit fühlt, mit dem Wissen, dass er viele Leute dahin gebracht hat, weil sein Video ja genauso viele Leute mobilisiert hat im Endeffekt, ja. Aber Kevin, ich habe richtig gesehen, also, da könntest du einen Song draus machen. Liebe, wir sind alle hier, die Weißen und die Schwarzen und die Dinge. Da musst du einen Song draus machen aus dem Ding, ja. Aber vor allem, man sieht ja auch, wie wirklich, wie aufgebracht ich in dem Moment war. Weil erstens war das ja quasi ein paar Momente, nachdem ich quasi das Mikrofon niederlegen musste. Meine Beats waren schon bereit, ich war so ready einfach. Und dann war es quasi, zack, war alles vorbei. Und ich war einfach so unter Strom, es war gigantisch. Wir haben da eben noch ein bisschen mehr gequatscht, auch glaube ich. Aber ich habe auch selber nicht wirklich gewusst, was passiert hier gerade. Weil es war einfach, die Emotionen waren da, das Adrenalin ist hochgeschossen und keiner wusste, es hätte alles passieren können in diesem Moment. Also es war einfach gigantisch. Und das Lustige, wegen dem Hendrik, glaube ich, heißt er neben mir, ich habe den das erste Mal gesehen, als er sich hier neben mir gesetzt hat. Sebastian, sorry. Sebastian, als er sich neben mich hingesetzt hat, ja, und haben wir schon so viel Spaß gehabt, weil wir gesagt haben, es ist aber das geilste Kennenlernen überhaupt, dass man auf einer Bühne vor über 100.000 Leuten sitzt und sich quasi so kennenlernt. Aber man sieht, ich war so unter Strom, es war noch jetzt, wenn ich dran denke, stellt es mir die Haare auf. Man sieht auch ja bei Sebastian, der hat da auch Tränen in den Augen, ja. Also er war auch extrem gerührt, wie viele andere, die sich dann auf die Bühne gesetzt haben. Also die Handlung ging dann halt so weiter. Wir haben ja jetzt gerade schon viele Polizisten kommen sehen, die sind auf die Bühne und haben dann irgendwann tatsächlich jeden, der noch auf der Bühne war, runtergetragen. Am Ende standen da nur noch 20 Polizisten auf der Bühne und vor der Bühne und haben Menschen daran gehindert, die Bühne zu betreten. Damit war die Veranstaltung quasi passé. Aber die Menschen davor, hat man ja auch schon gehört, ja, die sind eben da geblieben. Und es gab dann eben viele hektische Diskussionen zwischen den Polizisten. Ich glaube, du, Robert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn noch einer auf der Bühne war, dann war es das am Ende irgendwie noch du. Oder? Ja, also ich hab in dem Rohmaterial, irgendwo gab es einen 360-Grad-Panorama-Schwenk, wo man nur noch umringt war von Polizei. Ich musste schnell suchen. Moment, ich suche den schnell. Und weißt du noch den Clip nochmal zufällig? Nee, leider nicht. Okay, ich suche ihn schnell. Warte. So, und das lasse ich aber auch mit Ton ablaufen, dass man das hier so richtig hört. So. Ja, die Situation, war wirklich surreal, was ich da erlebt habe. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich war da auf der Bühne und hieß es von den Anwälten, geht mal ein bisschen weg, wir müssen mit denen jetzt verhandeln, nicht mit Kamera. Und ich habe mich dann weggeschlichen und bin dann weiter rüber und habe gemerkt, dass da irgendwie um mich herum irgendwie nur Polizisten stehen, alle irgendwie gefühlt einen Kopf größer und keiner hat mich beachtet. Ich stand mitten in diesem Pulk von Polizisten drin und dachte mir, jetzt schmeißt mich gleich irgendeiner weg, ne? So, aber das war einer der surrealsten Momente, die ich je hatte in meinem Leben. Die sehen mich gar nicht. Ich stehe mitten in denen drin und hast du eine Maske? Ja, das war so aberwitzig. Das, ja, das war so mit meinem größter Moment da auch. Also ja, Superman, ich habe Superman gesehen. Kannst du nochmal zurück?
Tatsächlich, ja, der ist Superman. Ich habe den auch drin gehabt, den haben sie da gerade raus. Der wollte in den VIP-Bereich rein, aber die Security hat ihn gerade raus. Der kam im Superman-Kostüm, kam der da an. Ja, ja, die waren da ganz schön zackig, die Security da. Ja, das muss ja auch machen. Superman, kommst du nicht rein? Ja, mein Sohn wollte unbedingt zu ihm rüber und Fotos mit ihm machen. Also ihr seht ja hier, jetzt sind dann die ganze Zeit noch Fotos. Ach, er hier übrigens, das war einer, der hatte einen goldenen Stern auf der Schulter. Und soviel ich weiß, ist das dann von der Dienstgradgruppe Polizeirat oder so. Das ist dann fast so eine Art, ich glaube, es ist General dann umgerechnet auf die Bundeswehr. Ich glaube, er war das höchste Tier vor Ort. Und der war auch wirklich ganz ruhig mit seinen Kollegen. Und die haben da hin und her telefoniert, wahrscheinlich direkt mit dem Innenminister, was weiß ich. Auf jeden Fall, die hatten natürlich alle Hände voll zu tun, um das Ganze da irgendwie über die Bühne zu bringen. Von denen ging keine Aggressivität aus, das habe ich gemerkt. Also wie die auch mit den Veranstaltern gesprochen haben, die waren alle bemüht, um eine Lösung das hinzukriegen. Und er da, der hat mir am meisten leid getan, dieser Kommissar hier, der war derjenige, der die Ansagen machen mussten. Und der hatte den größten Shitstorm in seinem Leben erlebt. Als er angefangen hat zu reden, da war es wirklich dann 500.000 Menschen gegen ihn. Robert, übertreib doch nicht immer so. Für mich ist wir haben uns Zahl auf 100.000 geeinigt, oder? Sorry. Auf mindestens. Mindestens 100.000. Mindestens, ja. Bei eurem Footage sieht man das nämlich ganz gut, wenn ihr nämlich dann über die Masse schwenkt und so weiter, dass da diese großen Bäume, diese großen grünen Bäume, dass da drunter alles gestopft voll mit Menschen ist. Und auch wenn man das Bild dann von oben sieht, wenn du das rechnest, ist unter dieser ganzen breiten Ding, das ist alles voller Menschen und das ist nur nicht der Wald, wo es ja auch noch weitergeht. Mhm. Also das... Also 100.000 ist eine sehr sportliche Schätzung, aber wie ich habe gesagt, ich einige mich gerne nicht auf die niedrige Zahl, weil dann werden wir sie nämlich nochmal toppen und wir werden sie toppen. Die Zahl ist egal, es waren für die Veranstalter ein mega Erfolg. Also der Platz war voll, soweit das Auge reicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das kann man auf jeden Fall sagen, wenn man auf der Bühne stand und das taten wir alle vier, in beide Richtungen war bis zum Horizont Menschen. Nur Menschen. Und zwar friedliche Menschen, die alle ein Ziel eint, diesen globalen Wahnsinn zu beenden. Da standen keine Idioten, da standen keine Extreme. Wir haben eine Reichskriegsflagge gesehen, die hat ein Linker rumgetragen. Irgendeiner, ich weiß nicht, ob der links war, auf jeden Fall sah schwarz gekleidet aus mit langen Haaren. Der sah jetzt nicht aus wie das normal konservative Publikum, das eine Reichskriegsflagge rumträgt. Der hat die rumgetragen und ich kann mich wetten, dass irgendein Fernsehteam so einen Typ losgeschickt hat und nämlich mit den Bildern haben die Fernsehberichte aufgemacht. Eiskriegsflagge, Omas gegen rechts und so weiter. Nein, das war ein Friedensfest von eingeschalteten Menschen, die mitdenken, die Schnauze voll haben von dieser Lügendiktatur und ich kann es nur unterstützen, dass das da ein Zeichen gesetzt hat, das weit, weit, weit über diesen Tag hinausstrahlen wird. Zumindest werden wieder viele Netzwerke gebildet worden sein. Man hat mehr Motivation innerhalb dieser Szene gewonnen und man hat vor allen Dingen mal wieder gesehen, wie viele wir eigentlich sind. Also jetzt verglichen mit den Mahnwachen und den Vergleich, den haben wir ja in letzter Zeit öfter gezogen, ist das natürlich eine spürbare, erkennbare Evolution und es geht auch in die richtige Richtung. Und genau das habe ich auch immer prophezeit, weil die Leute immer so traurig waren, als die Mahnwachen vorbei waren oder als es so wenig wurde. Ich habe gesagt, Leute, es wird der nächste Funke kommen, weil es muss kommen. Die Leute sind so unzufrieden, das ist einfach, es musste irgendwann wieder explodieren. Und das, wie dieser nächste Funke heißt, es wusste vor 5 Monaten noch keiner, dass es Corona sein wird, noch dass es Querdenken heißen wird. Es hätte auch sonst wie heißen können. Und schon damals bei Occupy hatten wir das Gleiche. Da waren wir auch auf der Straße und alle waren so, warum ging es jetzt nicht weiter? Da wusste man auch nicht, dass ein paar Jahre später die Mahnwachen anfangen. Und egal, ob wir hiermit jetzt die Weltrevolution ausrufen und einen globalen utopischen Planeten für alle Menschen schaffen oder ob wir vielleicht noch auf den nächsten Funken warten müssen. Dieser Stein, der hier rollt, der ist nicht aufhaltbar. Tolles Wortspiel, finde ich immer gut. Der Stein ist nicht aufhaltbar, das stimmt. Steht da Tropfen höher. Weil er schon so groß ist. Ja, ich bin, was glaubt ihr denn, was jetzt weitergeht? Erstmal weiß an dich die Frage, ich habe das Gefühl, es tut mir echt leid, dein Kanal wird wachsen, da kommst du nicht drum rum, ja, also es werden mehr Leute auf dich zukommen. Haust du nochmal so ein Stück raus, hast du noch Ideen im Kopf, die jetzt in dir hochkommen und irgendwann künstlerisch verarbeitet werden? Auf jeden Fall, also
Ich kam ja aus Nordamerika zurück vor 4 Wochen erst und dann habe ich direkt nach meiner Ankunft hier den ersten Gig gespielt am Alexanderplatz und dann ging es gleich weiter mit Nürnberg, Bremen und jetzt das große Finale in Berlin. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon vor, meinen Follow-up zu Fake News Media zu veröffentlichen, der Song 2020 Ära Bill Gates. Und das ist auf jeden Fall eine richtige Kampfansage. Und der Song wird jetzt auch in den kommenden Wochen rauskommen mit Video. Und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion, weil er eben auch wieder das Thema Corona-Pandemie mit aufgreift, aber das Ganze auch nochmal klarer mit einer Ansage des Widerstands verbindet. Und in dem Video wird es auch ganz emotionale, intensive Bilder und Szenen geben, wo auch Regierungen direkt angesprochen werden, bildlich. Ich bin gespannt, was für Reaktionen dann solch ein Video auch auf den Netzwerken hervorruft, ob das da überhaupt existieren kann. Vielleicht wird es eine abgeschwächte Version geben, die etwas verträglicher ist für YouTube und Co. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe gerade beim Frank so eine Idee aufleuchten sehen. Also ich hatte das Gefühl, dass er einen gewissen Gedanken im Kopf hat, den ich auch im Kopf habe. Du sagst gerade, das wird bald vorgestellt. Mir fällt da was ein gerade, so Art Uraufführung. Wo willst du die machen? Ja, das würde mich natürlich freuen, wenn ich dann wieder bei euch diesen Song vorstellen kann. Lass mal gucken, wie mein Terminkalender gerade ausschaut. Ich glaube, das geht noch. Ja. Müssen wir jetzt wieder ein Musikvideo drehen, diesmal nicht unter 1 Million. Ja. Nein, cool. Also wenn du Bock hast, sehr gerne, dann machst du hier die Premiere davon. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du da zusammenbringst. Und ich habe das Gefühl, wenn du Emotionen ansprichst, wenn du da mit Emotionen arbeitest, dann kommst du auch ganz tief bei den Menschen an, weil mit diesen Mitteln arbeitet ja unser Gegenüber auch mit Emotionen, aber auf der negativen Seite. Ja. Also her damit. Ja. Demnächst gib uns Bescheid, wann das soweit ist und dann rollt der Ball weiter. Dann schiebt man das Momentum jetzt noch anschieben. Kennt ihr den Begriff aus dem American Football? Das Momentum, wenn eine Mannschaft plötzlich die andere Mannschaft niederrollt und die können nichts machen. Das war auch beim 7:1 in Belo Horizonte so, als der deutsche Panzer die brasilianische Copacabana plattgewalzt hat. Ja? Also das meine ich mit Momentum. Da geht einfach nichts mehr. Da kommt dann so ein Drive und vielleicht ist es das. Weißt du, ich darf ja mal ein bisschen träumen hier. Ja, ja, also ich hoffe es auch, dass Ich muss sagen, ihr seid ja schon Veteranen vom politischen Aktivismus, von Widerstand und ich bin in diesem Bereich noch sehr frisch, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass was ins Rollen kommt und dass diese Sache eine neue Ära einläutet und es ist eine sehr spannende Zeit und ich glaube, es ist auch eine revolutionäre Zeit. Wird es morgen beginnen, wird es vielleicht übermorgen beginnen, wir wissen es nicht, aber ich glaube, es kommt dicke, ja. Ja. Ja, es ist eine großartige Zeit und auch, dass wir alle sie erleben dürfen, und zwar nicht nur wir zu viert, sondern auch alle zu Hause, gerade vor den Bildschirmen, ihr da draußen, dass wir das alle gemeinsam erleben durften. Nicht nur diesen Tag gestern, aber auch diesen Tag gestern. Diese ganze Gefühle, die sich da entladen haben, es war einfach gigantisch, wirklich. Und wir dürfen alle froh sein, jetzt am Leben zu sein. Und ich glaube, wir werden noch so spannende Zeiten vor uns haben. Und ich bin froh, dass wir das begleiten dürfen und begleiten werden, ob musikalisch oder mit Kamera. Wir werden auf jeden Fall weiter Power geben, weil die Power, die man da zurückbekommt von den ganzen Leuten, das ist unbezahlbar. Das ist, ja, also, und ich